Böse Überraschung für Hans-Christoph Näger. Silvia, mein Fahrrad ist weg. Das ist ein teures Fahrrad. Dabei hat er das 6.000 Euro teure E-Bike direkt vor seiner Haustür angeschlossen. Was machen wir denn jetzt? Einige Monate zuvor. Der Physiker von der Uni Innsbruck fährt voll aufs E-Bike ab, als Autoersatz. Diebe haben in seiner Nachbarschaft schon einige Fahrräder geklaut. Ihm soll das nicht passieren. Er braucht eine zuverlässige Sicherheitslösung. Das Angebot ist groß. Manche Hersteller setzen zum Beispiel auf ein eingebautes Funksignal. Damit können geklaute Exemplare sogar im Ausland wieder aufgespürt werden. Auch Hans-Christoph Näger möchte sein E-Bike wiederfinden können, im Fall der Fälle. Er entscheidet sich für eine Kombination aus GPS und Mobilfunktechnik, die am Fahrrad versteckt wird. Du kannst jetzt jederzeit dein Bike orten. Sobald die App scharf gestellt und das Fahrrad bewegt wird, bekommt er ein Signal. Super, es schlägt Alarm. Damit glaubt Hans-Christoph Näger sein wertvolles Zweirad bestens gesichert, wenn er es vor der Haustür abstellt. Schließlich behält er es über die App auf dem Handy immer im Blick. Aktiviert. Doch jetzt ist es weg. Das Handy hat zwar Alarm geschlagen, aber es lag leider im Nebenraum. Ehefrau Silvia ist besorgt. Mach nichts im Alleingang, bitte. Die Polizei soll helfen. Die App zeigt die aktuelle Position des E-Bikes an. Wenn wir uns beeilen, dann kriegen wir die noch. In Innsbruck wurde das 6.000 Euro E-Bike von Hans-Christoph Näger gestohlen. Er hofft, dass ihm die Polizei helfen kann und erstattet Anzeige. Ich hatte vorhin angerufen, mein Fahrrad ist vor der Haustür gestohlen worden heute Nacht. Als Beweis legt er Fotos und die Originalrechnung vor. Außerdem berichtet er vom eingebauten Ortungssystem, das immer noch aktiv ist. Machen Sie sich nochmal keine Sorgen, wir schicken sofort die Kollegen in die Umgebung. Doch einfach nur warten, obwohl sein E-Bike laut App ganz in der Nähe sein soll, fällt ihm schwer. Näger hat einen Plan. Dazu braucht er seinen Kumpel. Könntest du da hinkommen? Wir treffen uns in 20 Minuten. Los geht's. Die Anti-Diebstahl-App sendet Hans-Christoph Näger den Fahrradstandort aufs Handy. Die beiden wollen sich selbst ein Bild der Lage machen. Das müsste genau hier sein. Das ist da. An dieser Stelle, ja. Auf einmal tauchen Unbekannte auf. Für Näger ist die Sache klar. Ihr habt mein Fahrrad gestohlen, ich weiß es ganz genau. Die Männer reagieren gereizt. Offenbar wohnen sie hier. Dann trifft die Polizei ein. Vielleicht können die Beamten den Fall gleich hier vor Ort lösen. Doch nach wenigen Minuten steht fest: Kein Fahrrad da. Hat das Ortungssystem Näger auf den Holzweg geführt? Die Polizei sucht woanders weiter. Doch dann die neue Position ganz in der Nähe. Jetzt fahren wir hinterher. Sein E-Bike wird anscheinend gerade wieder bewegt. In Innsbruck hat Hans-Christoph Näger zusammen mit seinem Freund die Verfolgung seines gestohlenen Fahrrads aufgenommen. Über eine App kann er jede Bewegung seines E-Bikes auf dem Handy mitverfolgen. Schau, da ist er. Das gibt's ja gar nicht. Ohne zu zögern, stellt er den Verdächtigen zur Rede. Kofferraum auf. Da muss sein E-Bike drin sein. Ist leer. Dabei war Näger sich so sicher. Doch er lässt nicht locker, ruft erneut die Polizei. Okay, ich warte auf Sie. Mit im Gepäck diesmal Kommissar Schnauze. Der Spezialhund ist darauf trainiert, außergewöhnliche Dinge und Spuren anzuzeigen. Spürnase und Hightech im Zusammenspiel. Da nach vorne. Wenn sich Handy-App und Hundeschnauze nicht irren, müssten sie im näheren Umkreis bald etwas finden. Und tatsächlich. Da ist mein Fahrrad. Unfassbar. Anscheinend sind sie auf ein ganzes Arsenal an geklauten Fahrrädern gestoßen. Das ergeben auch die Ermittlungen der Polizei. Kontrollinspektor Christian Viehweider. Es handelt sich dabei um eine Form der organisierten Kriminalität. Bei diesem Fall haben wir es eben mit einer Bande aus Osteuropa zu tun. Da sind dann auch mehrere Fahrzeugteile gefunden, sichergestellt worden und auf den Nachspuren genommen worden. Endlich hat Hans-Christoph Näger sein E-Bike wieder.
Super, mein Fahrrad wieder da. Ein Täter wird wegen Diebstahls zu 6 Monaten auf Bewährung und 1.200 € Geldstrafe verurteilt. Allein 2018 wurden in Deutschland laut polizeilicher Kriminalstatistik mehr als 250.000 Fahrräder gestohlen. Elektrofahrräder lohnen sich für die Diebe besonders, da die schnell mal mehrere 1.000 € kosten. Sie zu versichern, kann also sinnvoll sein.